Und damit ein herzliches Willkommen auf unseren Channel wieder zurück, liebe Leute. Seid herzlich gegrüßt. Danke für 320 Abonnenten. Hat ein bisschen gedauert, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wie ihr sehen könnt, schaukel ich hier ein bisschen auf der Hollywood-Schaukel, die ich ja geschenkt bekommen habe von einer guten Nachbarin. Und ja, ne, ist richtig schön. Hier chill ich hier halt ein bisschen, weil ich ein bisschen was getan habe. Ja, was liegt eigentlich heute so an? Bin jetzt ein bisschen so nebenbei damit beschäftigt, die Beete schon vorzubereiten. Und ja, jetzt ziemlich viel Zeug, was ich da raushole. Da ist Unkraut mit, die haben so eine Peen und was weiß ich nicht alle. Das kommt immer wieder. Das versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen auszubuddeln. Des Weiteren werde ich mal das Erdbeerbeet oder die Erdbeerbeete heute mal fertig machen. Vielleicht schaffe ich denn noch das eine Stücke heute fertig zu machen. Und aber das ist heute nicht jetzt irgendwie jetzt mal der Sinn der Sache für den heutigen Tag. Also zwecks Videomacherei. Ja, wir gucken uns heute mal an, liebe Leute. Ist ja schon fast eine Woche vergangen, wo ich ja die Champignons, ne, gesetzt habe. Hinten auf dem Hochbeet, an der rechten Seite, das wisst ihr ja. Das gucken wir uns mal an. Und da bin ich gespannt. Ja. Ich glaube, ihr seid auch gespannt. Ihr wollt ja sicherlich auch sehen, ist da nun was gekommen, ist da nun nichts gekommen. Und wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal wirklich in Ruhe an. Und hinterher, oder beziehungsweise, wenn wir uns das anschauen, erzähle ich ein bisschen was dazu. Genau, so machen wir das. Und ihr kennt ja das Prozedere, nach dem Intro geht es denn zur Sache. Bleibt schön dran, jetzt kommt erstmal das Intro. So, ihr kennt ja hier das, die Sache mit den Champignons, die habe ich ja hier an dieser Seite rüber gesetzt und wie gesagt, ich war jetzt knappe Woche nicht da und ich weiß auch nicht, wie das aussieht und wir gucken uns das einfach mal an. Ich mache das mal hier hoch, mach das mal ein bisschen so zur Seite, dann machen wir mal das Brett hoch. Wie gesagt, ich habe hier keinen Plan, ich weiß nicht, wie das hier unter aussieht. Wir gucken uns das ganz einfach mal an, ob da was passiert ist. Aha. Gut, okay, wie Sie sehen, sehen Sie eigentlich ja nichts. Aber, Moment. Da sind Asseln drin. Scheiße, da sind so eine Asseln drin. Das ist natürlich nicht so toll. Aber ich sehe hier was. Und zwar sehe ich hier diese Sachen. Seht ihr das hier? Diese Stellen, diese weißen Stellen? Das zeugt doch davon, dass dementsprechend doch hier sich was bewegt. Also hier bewegt sich was und ich gebe hier einfach mal auch die Hoffnung nicht auf. Wir machen mal das Brett wieder zu oder wieder rauf und dann lassen wir das so, dann kommt der Stein wieder rauf. Ich will jetzt auch nicht irgendwie das feucht halten. Nee, das mache ich jetzt erstmal nicht mehr. Feucht ist es, glaube ich, noch ein bisschen und ja, Leute, keine Ahnung, ob das was wird. Wie gesagt, es ist halt nun mal so ein Experiment von mir und ob das was wird, keine Ahnung. Ja, also ich habe wirklich überhaupt keinen Schimmer. Wie gesagt, ist ja dementsprechend auch nur ein Experiment von mir. Und wenn es nicht klappt, ja, dann klappt das nicht. Dann klappt das eben nicht. Ist so. Ja, ich heule da alleine ohne rum. Dem weiß ich irgendwie, dass es nicht geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat. Ja, Leute, das soll es eigentlich mal von meiner Seite aus gewesen sein. Ja, also kurz und bündig mal ein Update von den Champignons. Und ja, also ich gucke jetzt mal in den nächsten Tagen mal wieder rein. Ja, lass erstmal wieder so, sag ich mal, so 4-5 Tage vergehen. Ich denke mal, am Wochenende gucke ich mal wieder rein mit euch zusammen. Und entweder wird es was oder wird es nicht. Mein Gott. Gut, alles klar. Wer wissen will, wie das hier weitergeht, Abo da lassen. Gerne einen Kommentar runterschreiben. Und zwar ja, zu der Frage, was denkt ihr? Sah das schon so aus, als ob da was kommt? Ja, was ich euch da gezeigt habe? Eigentlich sieht es ja ein bisschen vielversprechend aus. Bloß die Sache ist, kommt da was. In diesem Sinne, habt euch wohl, bis bald. Ciao.